Einen wunderschönen, meine Freunde. Willkommen zurück zu D. Alter, die Scheiße fuckt mich sowas von ab. Ponia. Diejenigen von euch, die mir auf Instagram folgen, beziehungsweise diejenigen von euch, die auch meine Insta-Story schauen, haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Und zwar habe ich letzte Woche die Folge aufgezeichnet, habe dann noch eine Folge Sherlock aufgezeichnet und als ich dann im Schnitt saß, habe ich gemerkt, dass beide keinen Ton haben. Großartig. Ich habe bei Deponia schon gesehen, ich habe gespeichert davor. Also wir können das jetzt nochmal spielen, damit ihr halt wisst, was passiert, was man machen muss. Also wundert euch nicht, dass ich da jetzt nicht groß rumrätseln muss, sondern das einfach alles fertig mache. Ich musste da letzte Woche ziemlich lang rumüberlegen. Jetzt weiß ich es natürlich, deswegen werde ich da jetzt einfach durchrushen. Aber ich nehme es trotzdem auf, damit ihr seht, was ihr halt machen müsst. Vielleicht hängt ihr ja gerade zufällig an der Stelle oder so. Und Sherlock war sowieso ein neuer Fall. Also da werde ich dann einfach einen neuen Fall anfangen und das nochmal spielen. Aber da ist es das Gleiche. Ich weiß halt schon, was passiert. Egal, wir fangen an. Wir legen los. Viel Spaß. So, bei dem ganzen Part hier, dieses ganze Minenbike-Zeug, das habe ich schon geschafft. Also ich bin mit Goal quasi schon weggefahren von da. Egal, aussteigen. Brauchen wir den Lappen hier. Und sicher, es ist schon wieder eine Woche her. Wahrscheinlich weiß ich die Hälfte schon wieder gar nicht mehr. So, den Hebel nach vorne. Nope. Dann können wir nicht da runter gehen. Es ist Tag, wohin der. Dann müssen wir wieder zu unserem Kollegen da vorne. Jetzt kriegen wir den Schlüssel. Die Signallampe tun wir wieder da rein. So, dann gehen wir wieder in den Tunnel nach oben. Mir tut es jetzt echt leid, dass ich euch das jetzt quasi einfach so erzähle, was man hier macht, aber ja, es hat blöd gelaufen. So, Schlüssel. Dann kriegen wir die Brechstange. Mit der Brechstange können wir jetzt wieder zu dem Skelett gehen. Dann machen wir hier unten auf. Dann können wir den Stromumkehrer da reinpacken. Das war der hier, glaube ich. Wenn ich den Strom... Verhält sich das Signal? Okay. Ah, das war jetzt blöd. Ja. Man muss dem Skelett noch den Spiegel um den Hals hängen. Das heißt, wir müssen nochmal hier hoch. Hebel. Wieder runter. Ihr kennt es. Hier und da ein bisschen vor, zurück, vor, zurück. So. Zack, Skelett. Nicht fallen lassen. Das muss man jetzt aber putzen. Und dazu müssen wir den Lappen, in dem sein Alkohol da trinken. Sauber. Jetzt habe ich. Okay, also wir konnten den Lappen jetzt einfach so mit dem Alkohol da trinken. Dann putzen wir den Spiegel. Wunderbärchen. Dann müssen wir den Hebel wieder betätigen. Und jetzt haben wir Licht in dem Tunnel. Weil nämlich die Signallampe auf den Spiegel trifft, der Spiegel trifft hier drauf, so bla 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 und rein da. Zum Glück beherrsche ich, muss nur. Au, hier ist eine Wand. Ganz eindeutig. Licht. Hä? Die Dunkelheit muss die Schallwellen verzerren. Anders kann... Da hilft auch diese rote Funzel da nichts. Was? Ach, ja. Okay. Jetzt fällt's mir ein. Das ist die falsche Lampe. Wir brauchen die aus dem Minenbike. So, rein da, losfahren. Jetzt stehen wir falsch rum, glaube ich, gell? Genau. Das heißt, wir fahren nochmal. So. Scheinwerfer, genau. Jetzt bauen wir die Lampe hier raus. Das war die falsche Signallampe. Ja, Hausi, ey. Nicht mal eine Woche kann ich mir irgendwas merken. Das ist echt bitter. Nein, jetzt muss ich es erst ausmachen. So, wieder hoch. Hebel, klack, Viadukt, Lampe raus. Und hepp. Andere Lampe rein. Und hepp. Wieder rüber. Hoch. Hebel. Zack. Zum Viadukt. Jetzt haben wir es so. Uiuiui. Das grelle Licht stabilisiert die Schallwellen. Ich kann im Dunkeln sehen. Autsch. So, da kriegen wir unseren Hebel. Mit dem können wir dann die Weichen verstellen. Hier kriegen wir eine Flasche. Wir brauchen nämlich Alkohol. Den müssen wir ihn mopsen. Jetzt können wir nämlich... Wir müssen das Minenbike wieder umdrehen, glaube ich. Ne, wobei, es kann auch so stehen, glaube ich. Ist egal.
Ne, ich muss es umdrehen. So, losfahren. Zack. Aussteigen. Aussteigen. Den Hebel rein hier drüben. Jo. Genau. Jetzt kommen wir sofort zum Kran fahren. Aber damit ist es natürlich noch nicht getan. Ich steig ein. Immer noch nichts. Immer noch. Achso, ja, die Sicherung muss wieder rein. So. Das wird ein Kinderspiel. Ready? Go! Diep, diep, diep. Mist. Verdammt. Was ist denn los? Ich bin doch sonst so lässig. Das sind bestimmt diese Minengase. Wie hält Doc das noch? Genau, jetzt müssen wir wieder zum Doc. Ach, und das Skelettbein brauchen wir noch. Komme ich dazu hin? Oder habe ich das schon? Ja. Hey, du! So. Jetzt quatschen wir wieder mit ihm und er zeigt uns jetzt, wie man meditieren kann, dass man ruhiger ist. Den Dialog überspringe ich da jetzt aber, weil der ist jetzt nicht so der Brenner. Ich bin zu unruhig, genau. So. Ich habe erst gedacht, dass man die Buchstaben für irgendwas braucht, aber die sind uninteressant. So, jetzt muss ich das aber nochmal machen, damit er nicht herguckt. Dann kann ich ihn nicht sein. Alkohol mopsen. Wir haben hier die leere Flasche. Dann mopsen wir ihm den Schnaps. Und jetzt muss ich meditieren. Also gut. Konzentration. Und Tätern. So, jetzt sagt er eben, dass da noch was fehlt, weil wir das Bein noch hinter den Sitz tun müssen. Da habe ich letzte Woche sehr lang gebraucht, bis mir das eingefallen ist. Check, Horizont fixieren und los. So. Ich bin was war es? Ein Mumpi, glaube ich. Mumpi. So, jetzt trinkt er noch einen Schluck. Ich zumindest mal auf den. Und jetzt haben wir's. Ah ne, wir müssen jetzt noch zu ihr. Ins Mindbike. Ins Mindbike. Und los geht die wilde Sause. Ach, Schmarri, ich habe ja einen Schmarrn verzeiht. Du bringst ganz schön was auf die Waage, Mädel. Wir müssen jetzt diesen Schaltplan da noch machen. Der war auch übelst räudig. Weiß ich das vielleicht sogar noch? Also der musste, glaube ich, auf grün und der auf rot. Das weiß ich noch. Probieren wir es mal. Vielleicht stimmt es auf blöd. Wie war, aber wenn dir das... Also grün und rot da unten, das stimmt. Die Hebel oben weiß ich nicht mehr. Was? Ja, hat gestimmt. Von diesen neuen Infrarotvisieren bekommen? Nein. Mein Bartsonar schlägt Alarm. Sie müssen ganz in der Nähe sein. Dann schicke ich mal schnell ein Helmfax an den Amtmann. Ihr verarscht mich, stimmt's? Ruhe grad mal. Mein Schulterseismograph schlägt aus. Stimmt. Ich messe auch etwas. Die Jungs? Seltsam. Laut meinem Schuhsohlenbarometer ist der Bodendruck unverändert. Mein Sockenspektrometer rechnet noch. Jungs? Es kann schon mal kein Erdbeben sein. Warte, mein Kniescheiben-Ultraschall registriert seltsame Laute von... Ha, 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 ha.
Hey, ich lebe noch. Ha, so schnell kriegt man mich nicht klein. Man nennt Rufus. Bäum, bäum. Man nennt Rufus. Bad Badenberg. Der Badenberg-Bedupendaum. Man nennt Rufus. Untere Aufstiegsstation. Ich habe es mal wieder geschafft. Siehst du das? Ich habe es... Upsi. Ich sollte dich wohl lieber irgendwo hinbringen, wo du es gemütlicher hast. Hm? Gott sei Dank geht es von hier aus nur noch bergab. Na? Willst du lieber langweilig getragen werden? Oder die viel lustigere, schnelle Variante? Ja! Historiker streiten, was wohl auf den Seiten geschrieben stand, die hier im Folgenden fehlen. Und wo all die Schrammen und Beulen herkamen, von denen Goals Zeitzeugen hernach erzählen. Ist ja eh nicht der Punkt, denn schließlich war's ihm gelungen, sie weitestgehend unverletzt zum Treffpunkt zu bringen und das ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen, doch jetzt heißt es Hussa auf gutes Gelingen. Hussa auf gutes Gelingen. Hier liegst du erst einmal sicher. Jetzt muss nur noch dein Verlobter auftauchen. Ach, dieser Cletus ist ein echter Glückspilz. Ich hoffe, er hält sein Versprechen. So, und jetzt heißt es warten. Am besten suche ich nach einem Weg auf die Plattform oben auf der Spitze des Turms. Von da aus hätte ich den perfekten Überblick. Ohne auf Lohn zu bestehen. Von der Belohnung mal abgesehen. Großartig. Ja, jetzt sind wir da, wo ich letzte Woche auch gelandet bin. Wie gesagt, tut mir leid, dass ich da jetzt so durch bin, aber ich wollte es halt jetzt einfach noch spielen, weil nicht das. Sonst hätte ich jetzt hier weitergespielt und dann. Aber nächste Woche machen wir das dann alles wieder zusammen, wenn es heißt. Raus aus Deponia! Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Bis dahin, eine schöne Zeit. Remember me for centuries.